Letztes Mal habt ihr euch beschwert, dass ihr gar nichts gebaut habt. Jetzt beschwert euch, dass ich was baue. Könnt ihr euch mal entscheiden. Ja, okay, lieber gar nichts als sowas. Bau was Schickes. Nicht so in die Breite. Oder bau was Kleines, irgendwie hinter dem Berg oder so. Was man nicht sehen kann, was man zu Not abdecken kann, wenn man ein bisschen Cobblestone drüber baut. Ich mach mir mal was zu essen. Gutes. Dabei können die Zuschauer Kelle beim Bauen beobachten. Wie er runterfällt vielleicht. Hey, wo ist denn der Go? Ah, da. Hi. Muss irgendwie mal meine C-Taste festklemmen. Also Shiften auf C? Nein, Zoom. Ah, dann bis gleich. Microphone muted. Ah, bitte nice. Ich muss ja nicht shiften, ich muss hier permanent shiften. Ich lebe am Abgrund aktuell. Boah, das sieht ja ganz schön interessant aus. Oh, ich hab die erst gefunden. Ich hab sogar zwei Dias gefunden. Ah ne, einmal war Eisen. Digga, dann knick dich. Ich muss bei dir Sand farmen gehen. Das geht mir aus. Nein! Ich weiß noch nicht so genau, was man mit Gold machen kann. Ach, Gold bestimmt auch für irgendwelche Tränke benutzen. Kommt raus. Ja, wow. Was soll ich davon? Kannst du an die Wand hängen. Kannst du eine Karte machen, die Uhr kannst du an die Wand hängen. Ja, da kann man auch an der Wand hängen. Ja, aber es bringt ja nichts. Genau, diese Karte mitzuschleppen. Ne, das nicht. Weil die so klein reingezoomt ist. Aber das kannst du ändern eigentlich. Ja, die kannst du nochmal mit Seiten, glaube ich, größer machen. Ja. Was bei mir bis jetzt eigentlich irgendwie nicht funktioniert, aber ich glaube, es ist einfach mal falsch gemacht. So, ich habe jetzt mal provisorische Laternen schon mal vor meine Putze gebaut, zwei Stück. Besser ist, ne? Also absorbieren, ob sie die absorbiert, ob sie die an irgendwie legt? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber hier sind wahrscheinlich wieder nur zwei Golddinger, ne? Hallo, Herr Skelett. Oh, ich würde mich gerade schon wieder aufregen, dass ich jetzt zwei Dinge habe und zwei mit meiner Glücksspitzhacke nur zwei Dings rauskommen. Höhle ist ganz geil, wo ich bin. Ja, wie viel TNT hast du das? Sagst du mir das? Warum willst du das wissen? Ich möchte wissen, ob ich viel oder wenig habe. Das glaube ich nicht so viel. Hast du mehr als 20 TNT-Blöcke? Nein. Na gut. Ich hab denn mehr als du. Sagen wir so, ich hatte mal 20. Hast du noch 15? Oh, vielleicht. Wie hast du? Ich hab etwas mehr als über 30. Oh, nochmal, Dias. So. Ich hab schon wieder ein bisschen Gunpowder, also. Oh ja, ganz viel Diamanten. Hier ist wieder. Ja, das wird passieren. Ich kann eine Endertruhe mitnehmen müssen, aber dafür brauche ich eine Silkspitzhacke. Das wird auch mal zum Stand aus. Dann kann ich meine Sachen direkt absafen, meine wichtigen. Wenn du eine Silkspitzhacke hast, lohnt sich das auf jeden Fall. Ja, sonst gehen die halt immer kaputt. Oder halt, scheiß drauf. Hauptsache Diamanten und so safe, ne? Ja. Ist halt auch wichtig. Ja. Jonas? Ja. Willst du eine verzauberte Diamantbrustplatte haben? Was für eine Verzauberung ist drauf? Das ist egal. Das ist Gambling. Was willst du dafür haben? Eine nicht verzauberte Diamantrüstung.
Wie viel also Leben Brust, deine Brustplatz? Ganz sag viel nicht, das Gambling. Nee, das ist doch das. Nee, nur ein Schlag aushält. Nein. Ist komplett voll, glaube ich. Ich habe den nur 2-3 Mal angehabt. Lukas kann die ja auch reparieren, also. Hast du ja auch wieder noch eine Rüstung. Ja, ich überleg's mir, ja. Oh nee, ich hab kein Glas mehr. Ich muss mein Haus mal eben ein bisschen optisch so bauen, wie das in echt ist. Oh, Digga, was gibt's zu essen? Suppe. Was für eine Suppe? Sonst hast du uns getriggert. Warte, ich könnte dir raten. Gulaschsuppe. Brokkoli-Cremesuppe. Nein, da. Hochzeitssuppe. Jo. Wir haben gestern geheiratet. Kelle und Julian. Au! Oh. Herzlichen Glückwunsch. Wer war Frauzeuge, Kelle? Deine Mutter. Geil. Warum war ich nicht eingeladen? Weil ich dich nicht mag. Oh. Wonach schmecke ich denn, wenn du mich nicht magst? Du, jetzt sind verschwunden. Ach da. Salz. Ja, war gut. Am Silvesterweise. Blut ist das. Warum? Warum nicht? Ja, Kelle, was willst du? Vom Haken schlagen. Hast du noch waffenunfähigen Sand über? Nee, aber ich hab noch bei dir ein bisschen Glas hätte ich noch. Wie viel? Glas hab ich auch, ja. Guck, was bei mir in der Butze gucken. Kann ich gleich gucken. Meine Hauptbutze, also meine Butze, die du weggesprengt hast. Oh, guck mal. So. Warum verfolgst du mich eigentlich so? Nee, schick, ich will mal gucken, was du sagst. Oh, eine Rimme. Eine Rille. Ja, bitte nicht essen, der war teuer. Schlecht, ja. Was braucht man dafür? Du brauchst 3 Eimer mit Milch, du brauchst ein Ei, 2 Zucker und 3 Weizen. Ei? Alter, ich muss ja überhaupt die Pfeile runterladen. Das sieht ja grausam aus mit nicht connecteden Gläsern, ey. Ach, ein Ei. Ah, Hühnerei. Ja. Ah. Wobei, hier sind die Gläser connected. Nein, ich wusste gerade gar nicht wegen Hühnereier, da habe ich nicht mehr dran. Oh, apropos Hühnereier, ich glaube, ich muss mal gucken, wie überfüllt mein Dingens ist. Kann dir Milch geben, wenn du willst. Nee, brauche ich nicht. Für den Kuchen. Nee. Und wie findest du die Laternen? Kann ich das so lassen? Oder hast du eine Idee, wie man die schöner machen kann? Ja, habe ich. Ja, wie denn? Zeig dir gleich. Jo, ich mache mal ein bisschen mehr Weizen hier als Deko. Macht einfach die Standard-Laterne. Mit Zäunen. Ja. Zäune habe ich auch gemacht. Steinzäune. Und dann so eine Laterne, wo das Glowstone runterhängt? Ja. Ja, besser als 4 Steinzäune aufeinander und oben Glowstone drauf. Wie jemand das da gerade gemacht hat. Jetzt ja, hast du 37 Glas. Kann ich das haben? Kannst alles haben, ja. Ich weiß nicht, ob das reicht. Nö. Dann komm mal rüber. Kann dir ein bisschen Glas noch geben. Eventuell bin ich gefailt. Ich hätte Glaspaints eventuell nehmen sollen. Nicht Blöcke. Aus 6 Glas-Dings kriegst du. Aus 6 Glasblöcken kriegst du. Ne, ganz aber viel. Aber kannst du die überhaupt so nebeneinander machen? Ne? Du kannst halt nicht drauf laufen. Da kannst du in die Ferkel reinfallen, in die Löcher, die übrig bleiben. Aber als Wand ist das doch ganz okay. Ja, ich hab die Wand nicht auch schnell. Egal. Dankeschön, Jonas. Bitte. Boah, ach, ne. Nicht danke, Nils, Weise. Wenn du nicht Danke sagst. Ich hab eben schon Danke gesagt. Oh, vollkommen glücklich. Hab dich gemutet. Weil ich das richtig getan haben sollte, tut es mir leid und sag nochmal Dankeschön. Bitte, Mann. Oh, ein Minenschacht. Na, vielleicht findest du ja noch einen Sattel. Ja, da ist in der Regel immer einer drin. Jetzt muss ich mir ein paar neue Sattel machen. So, das hab ich. Ich habe sonst insgesamt 3 Sättel, also das ist nicht das Problem. Komm mal hier. Guten Tag. Aber hier gibt's auch geile verzauberte Bücher. Oh, das ist auch eine coole Idee. Haus auf Stelzen. Oh, nein, Kelle, das ist keine Idee. Das ist zwar eine geile Idee, aber Kelle, du kannst das nie in dem umsetzen. Ja, der wird 4 Stelzen an den Ecken setzen und dann wird er da oben was draufsetzen. Jetzt. Ja, richtig. Also. Dann spare ich mir das komplett und ein neues Haus hinzubatschen bis hierhin. Oh,
das ist eine gute Idee. Oh. Ey, kannst du mir gefallen tun? Ich glaube, wir müssen nur Schlacht bei Kenneths Haus betreiben. Darf ich dich einmal hauen? Nö. Schade. Dann nicht. Sag mal nicht, Jonas, das macht man einfach. Nee, in der Gefahr, dass er halt eben Nein sagt. Ah, fuck. Aber brauchst du noch Eisen? Ja, wenn du Eisen über hast. Ja, hat das irgendeinen Sinn oder hat das keinen Sinn bei dir? Ja, für mich selbst. Also ich hab... So, das wäre dann halt der Glowstone da oben drauf. Okay. Kannst du auch so machen. Okay. Kannst auch noch einen höher machen. Jonas deckt die Welt. Ich habe leider keinen Silk Charge, ich muss immer wieder Glowstone und kaputt machen. Deswegen habe ich das gerade in Rolle demonstriert. Ja. Oh, ich habe 5 hier das bekommen aus 2 Glowstone. Nice. Oh, hätte ich mit der Lackspitzhacke mal machen müssen. Vielleicht 1000 bekommen. Direkt Inventar. Ja, oder so kann man das machen. Und dann da oben 2 zum Beispiel. Ihr könnt also mit Trapdoors das Glowstone dann bedecken. Das ist so ein indirekter Ja. Können wir hier pennen gehen? Das oder? Ist so ein geiles Ich hab kein Pendel. Das ist so Sound dran machen würde. Das ist impossible. Ach, was der will. Soll ich dir das hier so stehen lassen? Ja, mach das mal. Wenn ich gebaut habe, dann gebe ich dir... Kann man auch oben mit dunklem Holz machen. Boah, du bist ja richtig kreativ. Ich glaube, mit dunklem sieht das sogar noch fast geiler aus. Passt auf jeden Fall ein bisschen mehr. Jetzt hier aber jetzt bleibe ich nicht draußen, jetzt kommt nämlich gleich wieder die Hölle. Ja, ich bin auch schnell weg. Immer wieder 2 Level bekommen. Ist ja auch was. Wieder Platz im Inventar geschafft. Das ist cool, dass man jetzt auch Kohleblöcke machen kann. Immer ein bisschen kann man da ein bisschen Platz im Inventar schaffen. Wenn irgendwer mal von euch kein Essen hat oder so, kann er sich bei mir melden. Oh ja. Meine Hühnerfarm ist mehr als überaktiv. Nee, Verstehe nicht, warum ihr euch nicht einfach von Melonen ernährt. Melonen, die halt bringt. Aber es ist auch am effizientesten. Baked Potatoes. Du hast auch immer ganz viel. Nee, Baked Potatoes ist mir zu stressig. Alter, ich habe mittlerweile mehrere Stacks Hühnerfleisch. Nice. Ich möchte nachher was haben, wenn das okay ist. Wieder da bin. Kriegst du auch ein bisschen Eisen. Nice. Boah, eigentlich würde ich auch mal gerne wollen, dass es Tag würde. Oh, ich habe 3 Pfeile gefunden. Holz. Bitte eigentlich eine Fackel. Ah, hier ist Jungle Watch, da kann ich immer gut drauf ballern. So. Baut ihr Gold eigentlich immer mit ab? Ja. Ich baue es auch immer mit, aber eigentlich braucht man es nicht. Ah, oh, Booster Wales. Stack bei mir oder so. Ja, Booster, stimmt, Booster Wales. Wir können ja noch irgendwann mal eine Gold-Erde bauen, irgendwo hin. Wenn einer im anderen Territorium ein zweites Haus hat oder so. Wenn alle vor Kenneths Turm fliehen. So. Hallo. Hallo. Es sieht schon. Nicht alles, was ich mache, ist schlecht. Interessant aus bis jetzt. Danke. Das war nett umschrieben. Ja, aber es kommt halt drauf an, wie er die... Also wenn er es so lassen würde, wäre ein bisschen kacke, weil da fliegt er einfach so hart in der Luft, so 25 Meter. Aber wenn er da jetzt noch was Gutes ranbaut. Glaubst du aber selbst nicht. Und auf der anderen Seite jetzt noch ein Stelzenhaus hin. Ja. Hier Steinpfeiler und dann passt das. Ja, wahrscheinlich Holzblöcke.
Hallo Herr Kreppermann. Hey Jonas, du kriegst noch meine, hast du schon meine Knochenblöcke nicht abgeholt? Die hab ich abgeholt, ja. Okay. Du hast Skelett. Ich hab noch 16 Stück. Die anderen habe ich alle benutzt, um mein Haus realistischer zu bauen. Wo brauchst du die denn? Ah. Ich hab die zu Knochenmehl verarbeitet. Also kann man die wieder zurückverarbeiten? Ja. Also 16 Blöcke habe ich noch und das habe ich so wieder zu Knochenmehl gemacht. Weil ich weiß noch nicht, was ich damit mache. Ich weiß auch nicht mehr, wogegen du das getauscht hast. Gegen ein Stack. Auch gegen ein Stack irgendwas. Ja, gegen was war das? Ich weiß es aber nicht mehr. Was wollte ich denn jetzt machen? Gegen Essen? Bestimmt gegen Essen. Was kann gut sein? Wo sind meine Schilder? Und noch eine Rille gefunden. Aber ich bin nicht mehr auf Diamantenhöhe, oder? Nein, weit davon entfernt. Ich da runter. Ach du Scheiße, wie tief ist das denn? Holy fuck. Oh. Wir alle so für den Level gerade? 2. Warum hat Kelle denn so ein niedriges Level? Ah, Kelle ist ja vorhin die ganze Zeit gestorben. Ich wollte gerade meinen, also ich bin ein paar Mal Affen gebildet. Weil da keiner was für, ne? Nö. Ja, außer du. Ich glaube, ich habe auf diesem Server noch nie irgendwas in Level, auf Level 30 oder so verzaubert, weil ich das noch nie erreicht habe. 23 hatte ich vorhin, das war so ziemlich mit das Höchste, was ich bis jetzt hatte. Kannst draußen nicht rumlaufen hier. Der Tag? Nee. Nein. Aber greifen die Spinnen mich da nicht an? Jetzt greifen sie mich an. Blöde Skelett-Wichser, ey. Ich glaube, ich baue das Kino mal um, das sieht komisch aus. Mann, kann Wasser da unten mal abgeflossen sein, ich muss hier einen Waypoint setzen. Waypoint? Ja, da, wo ich weiß, wo ich die Stelzen ansetzen muss. Guck mal eben mit Wasser. Du fließt schön gerade runter, dann habe ich genau. Okay, werde ich gleich nochmal hin. Dann gehe ich hier, gucke, ob ich hier irgendwo Dias finde. Wie viel Dias hast denn du? 22. Reicht das noch nicht? Nö, ich bin noch. Hier ist noch viel. Ist noch viel Höhle. Wo ich suchen kann. Ach, hast du der Höhle schon 22 gefunden, oder was? Ja. Die Höhle ist halt riesig. Warte, ich hab eigentlich meine Füße. Der Baum muss gefällt werden. Achso, insgesamt habe ich 25. Okay. Hättest du meine Spitzhacke mitnehmen können? Selbst eine Glücksspitzhacke. Ja, meine Glück. Ach, hast du selber oder was? Selber an, ja. Hab zwar nur Glück 2, was reicht. Ja, reicht ja auch. Besser als gar nichts. Richtig. Wann spawnen denn Mobs? Man muss weit genug weg sein, damit die spawnen, ne? Ne, die können auch, glaube ich, vorhin spawnen. Oder? Ich weiß nicht. Der Stack muss, glaube ich, nur aktiv sein. Ja, weil ich gerade meine Plattform gemacht habe aus Cobblestone, aber da noch nichts drauf spawnt. Ich muss gucken. Ah, ich glaube, es ist kein guter Deal mit der Brustplatte, weil wenn du da nicht loswerden willst gegen die richtige, wird das wohl nicht so geil sein. Haltbarkeit 3. Aber willst du die dann loswerden? Aber es ist nur ein Skeletor gespawnt, mehr nicht. Also auf dem Wasser sollte eigentlich mehr spawnen, weil sonst im Wasser, also muss halt relativ weit im Wasser sein, ne? Ja, das bin ich gerade nicht. Also ich. Weil sonst die ganzen Viecher auf dem Land spawnen. Ah, ich guck gerade die Strände ab, da ist nichts gespawnt.